mein Name ist Titus Dittmann, Anstifter, Skateboard-Pionier und Hörgeräteträger. Also das Hören ein unglaublich wichtiger Sinn ist, ich glaube, das muss ich nicht extra zu erklären. Und für mich als Skateboard-Begeisterter ist das nach wie vor ein wunderschönes Geräusch, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und draußen auf einmal dieses Geräusch der Rollen höre. Wird es mir ganz warm ums Herz, weil ich einfach gleich an alle die schönen Erlebnisse erinnert werden, die mit dem Skateboard zu tun haben. Mit dem Schlechthören, das fängt ja erstmal langsam an. Und das ist ja auch nervig, wenn man in wirklich wichtigen Konferenzen ständig nachfragen muss. Wenn man dann nämlich nicht sagt, woran das liegt, dann halten einen ja auch alle für ein bisschen begriffsstutzig. Deswegen habe ich die Mütze auch nicht zum Verstecken, sondern Udo Lindenberg geht auch nicht ohne seinen Hut auf die Straße. Ich persönlich habe mit Sicherheit so lange gewartet und jetzt im Nachhinein merke ich, dass ich mir das Leben in der Zeit eigentlich viel zu schwer gemacht habe. Ich kann mich noch genau an den ersten Tag erinnern, als ich Hörgeräte getragen habe. Ich bin samstags morgens zum Bäcker gefahren mit dem Skateboard. Die Hinfahrt war noch relativ normal, aber auf der Rückfahrt, ich habe die Brötchentüte rascheln gehört. Das habe ich noch nie vorher so bewusst wahrgenommen. Das Skateboard eignet sich deswegen so gut als Werkzeug mit Jugendlichen zu arbeiten, weil das auch viel vermittelt, was man später im Leben gebrauchen kann. Allein die Tatsache, dass man bei keinem Sport so oft auf die Schnauze fällt wie beim Skateboardfahren und einfach lernt, dass nach dem auf die Schnauze fallen, das auf die Zähne beißen, den Schmerz wegdrücken kommt und dann wieder neu probieren, das ist eine wunderbare Schule fürs Leben. Ich habe diese Idee mit Skate-Aid gehabt, das Skateboard als Werkzeug benutzen, um Jugendliche bei der Persönlichkeitsbildung zu unterstützen. Und inzwischen hat Skate-Aid über 30 Projekte weltweit. Yeah! Wenn ein Jugendlicher was besser kann als die Eltern, als der Müller, als die Lehrer, dann ist er selbstwirksam, dann ist er sinnstiftend. Und das Ganze führt ja zu einer Persönlichkeit. Und nur wenn sie es schaffen, dass die Jugendlichen sich trauen, mit einem neuen Wertesystem neue Entscheidungen später mal zu treffen, wenn sie an der Macht sind, nur dann ändert sich die Gesellschaft, nur dann kann dort Frieden entstehen. Also wenn man das Leben in vollen Zügen genießen will und wirklich alle Details mitbekommen will, dann gehören natürlich alle Sinne dazu. Und da ist das Hören extrem wichtig. Und seit ich die Hörgeräte habe, spüre ich auch den Unterschied.